Jetzt will er aber was von uns. Einen kriegen wir ganz leicht weg. Den können wir ja blocken. So, genau. Hier droppen übrigens auch glitzerndes Titanit. So, jetzt kommt das Problem. Da sind nämlich zwei. So, einer ist weg. Und einer ist aufgespießt. Gut. Ein roter Drachenschild. Oh, der ist nett. Also nett, dass wir ihn bekommen haben. So, weg mit dir. Du heilst dich. Das ist nicht so schön. Ernsthaft. Die Version hatte auch keinen Speer, falls es euch, keinen Stab, falls es euch aufgefallen ist. Das war also eine sich heilende Version. Dieser blöden Weiber. So. Und ja, ich nenne sie einfach mal aus Frust so, weil die sind wirklich das Mieseste in diesem ganzen Gebiet. So, nächste Nebelwand. Hier waren sie übrigens mal wieder sehr großzügig mit den Nebelwänden. So, vorsichtig hier lang gehen. Das da drüben kriegen wir von hier aus leider nicht. Das kriegen wir von der anderen Seite erst. Göttlicher Segen, das ist nicht schlecht. Wobei ich die göttlichen Segen fast nie benutze. So, Nebelwand. Und dahinter ist eine Pilzkolonie. Oh. Und zwar eine von der garstigen Sorte. Die tun nämlich kein Gift versprühen, sondern Rüstungszerstörungszeug. So. Lebenssteine können weg. Das und das kann weg. Die könnten wir bei Gavlan verkaufen, weil wir können unseren Flakon nicht weiter aufrüsten. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir zurückkehren. Der Speer kann weg. Der Schild. Schild der Erzdrachensekte Lindels. Abgebildet ist ein ruhender Drache, Der Schild wurde für geheime Rituale entwickelt. Er stellt die Ausdauer wieder her. Jene Narren, die den schlummernden Drachen weckten, ernteten nicht nur seinen Zorn, sondern auch die Zerstörung eines ganzen Landes. Die Überlebenden ließen ihre Untaten hinter sich und unternahmen den trügerischen Versuch, ihr Wissen um das zerstörte Land weiterzugeben und ihre Missetaten auszubügeln. Ausdauerwiederherstellung als Effekt. Tänzerinnenkleid. Von einer weitgereisten Muse getragenes Kleid bietet quasi keinen körperlichen Schutz, ist aber mit hoher Magieresistenz gesegnet. Diese entzückenden Sängerinnen haben ihren Gesang vom großen Toten persönlich erhalten. Ja, wieder eine Anspielung, der große Tote, was ich vorhin meinte mit den letzten vier Buchstaben des Milfanito-Namens. Persönlichkeit bedeutet ihnen nicht viel, sie leben für den Gesang und sie werden singen, bis sie es nicht mehr können. Erzdrakengewand. Gewand der Erzdrakensekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale. Wer sich ihnen neugierig nähert, der verschwindet schlicht. Die Erzdrakensekte hütet die Historien von Lindelt, so etwa auch die einzigen Dokumente seiner Gründung. Dieses Werk wird aus gutem Grund vor aller Augen verborgen. Ja, ein bisschen Story zu der Umwelt. So, den Ring können wir auch wegpacken.
Wir haben schon den Zauberquarzring plus 2, aber die anderen sind alle noch plus 1. Naja, okay. Und ja, das hier ist das Wunder-Sonnenlichtschwert, was ich vorhin meinte. Oh, wir haben ja Eisenpfeile. Gut, da brauche ich also keine neuen Holzpfeile nachher kaufen. Ich habe ja Eisenpfeile bei McDuff gekauft. So. Gut. Ich will aufleveln. Bearer until hope. Ja, ihr neuer Spruch. Zweimal Wille, dass wir es auf 25 bringen können. So. Und mit den restlichen Seelen, was mache ich damit? Wir werden wahrscheinlich bei der Alva-Rüstung bleiben. Die ist auf plus 6 mittlerweile. Für mehr brauche ich die Titanitbrocken. Von denen habe ich leider nicht so viele. So, ich könnte mal Menschlichkeit einwerfen. Wir haben ja auch 60 davon. Kann ich bei ihr eigentlich noch kaufen? Nein. Hier könnte ich Quaten's Set noch kaufen. Ja, ich kaufe mal die 3 Menschlichkeit, die sie noch hat. Und kaufe ja auch die 3, 5 noch ab hier. So. Thank you. Die packe ich mal weg. Die brauchen wir nämlich später definitiv. Alles andere sieht okay aus soweit. So, wieder zurück in den Schrein von Amanna zu Reus Rastplatz. Nachdem wir die zerfallenen Ruinen und den Gebetsturm hinter uns gelassen haben. Also ja, eigentlich haben wir jetzt den schlimmsten Teil hinter uns gelassen. Wir könnten hier die mutige Felicia rekrutieren. Die bringt uns allerdings nicht so viel. Oh, ach ja, Riesenpilz. Au. Angriffslustige Pilze. So, die hinter uns wollen nichts. Von uns zum Glück. Der hat zum Glück Schiss vor uns. Oh, da wird doch einer was von uns. So, der ist aber schon tot. Und der ist auch tot. Gut. Ja, der Gesang hat mal wieder auf... Nein, er geht doch noch weiter. Okay. Erstmal die da loswerden. Weil wenn sie auf mich schießen, sind sie nicht so toll. Okay, und die wollen gar nicht mal so weit rauskommen. Wow. Der hat angetäuscht. Gut. Ah.
Ah, die weg, die zu töten, das wird schwieriger. Dafür müsste erstmal die hier drüben weg. Oh, und die Invasion von dem Finstergeist, den ich total vergessen hatte. Nämlich ein ziemlich garstiger Finstergeist. Aber den können wir zum Glück hier reinlocken und hier drin bekämpfen. Wow. Wenn er nicht schummelt. Ich renne mal weiter rein. Da kommt er, müsste eigentlich hier reinkommen. So, wenn ich mich hier um die Ecke verstecke, kommt er nämlich. So, das ist recht lahm, was er gerade macht. Mit seinen komischen... Mit seiner dunklen Magie hat er es schon mal geschafft, mich umzubringen. Das muss ich zugeben. Aber mit diesen langsam fliegenden, zielsuchenden Homing Missiles, da kommt nicht sonderlich viel bei ihm raus. Ja, die da hinten ist noch recht nervig. Einmal muss ich einstecken. Zweimal muss ich einstecken. So, da ist sie schon mal weg. Jetzt muss als nächstes er hier weg. So. Und als letztes kann sie dann weg. So. Das ist ein Gegner. Also ja, hier haben wir wieder Gesang, also haben wir auch wieder Glühwürmchen als Indikatoren. Und hier muss ich jetzt vorsichtig rumgehen. Ich glaube, hier innerhalb der Arena gab es nichts Böses, also keine bösen Löcher. Hier gibt es eben nur die Gegner. Und ja, wie man sehen kann, sind wir jetzt einmal drum herum gelaufen. Da hinten ist nämlich der Gebetsturm, wo wir gestartet haben. Es müsste der Gebetsturm sein, eigentlich. Und da sind wir in die Höhle reingegangen und sind auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Ja, wow. Gut, hier nehme ich mal wieder eine Fackel. Auch wenn meine Schmetterlinge... Aber die können wir ja zur Not bei Ornifex der Schmiede nachkaufen. Ja, weil das hier ist auch der Gegenstand, den wir von der anderen Seite aus gesehen haben. Wo wir so nicht rangekommen wären. So, und auf der anderen Seite ist auch noch etwas... eher mieses versteckt.
So, ein Gegner nämlich und der rutscht einfach mal ab. So. Ups, und da sind wir auch abgerutscht. Hm. Nicht so schön. Ich erwähne es nochmal, ich mag das Gebiet nicht.